Hi, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich habe meine Freundin dazu gebracht, Dark Souls Remaster zu spielen. Bei der Aufnahme gab es ein bisschen technische Schwierigkeiten. Das hat sich an manchen Stellen auf den Ton ausgewirkt. Ich denke, es geht trotzdem. Sie hat ein bisschen Videospielerfahrung. Sie spielt selber auch die ein oder andere Kleinigkeit. Es war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sie sich schlägt. Viel Spaß mit ihrem Versuch. Ach Das Gott, jetzt Echo brauche ich sollte noch einen weg sein, Miku. Charakter. Kann man da einfach Zufall? Zufall? Sie Ja, ist ja will nicht. Zufall einstellen. Erstmal mal noch. Tatsächlich ist das Spiel bei mir sehr laut. Mysteriöser Nackter. Super. Vagabund sieht cool aus. Spiel ist bei mir brutal laut gewesen. Ich muss das jetzt ein bisschen runterdrehen. Ich hoffe, das passt bei euch auch noch so. So, was haben wir hier? Also, du nimmst. Was hast du dir jetzt da ausgesucht? Einen Was ist denn das? weiblichen Vagabunden. Ein Vagabund. Okay. Beweglichkeit, Resistenz in der Stufe 3, Vitalität, Zauberei. Okay. Ich nehme Fernglas. Nein, nimm Nein? bitte kein Fernglas. Das Unnützeste, was du überhaupt nehmen kannst. Kein Mensch Okay. braucht ein Fernglas in Dark Souls 1. Okay. Heilt jegliche Verletzung. Nee, nimm den auch nicht mit. Ah! Generalschlüssel. Ich weiß nicht, Auch blöd. wie viel wollen wir denn helfen, Chat? Miku, Sepp, Ganz viel. ganz viel sollen wir helfen. Ja, wieso ist das doof? Lass sie einfach machen. Okay, dann halte ich die Klappe. Ja, das Fernglas ist unnötig, weil du nicht in die Ferne gucken musst. Okay. So viel sei gesagt. Den Rest kann man zumindest benutzen. Ja, dann nehme ich den göttlichen Segen. Gespenstisch. Einfach machen lassen. Okay, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ich will dir halt ein bisschen helfen. Kleinköpfig. Du Scheiße. Wie ihr euch immer fühlt, ja. Ja, sich da zurückzuhalten, das ist echt hart. Mir ist es auch beim Felix brutal schwer gefallen. Und beim Felix konnte ich mich ja nicht so richtig zurückhalten. Natürlich ganz wichtig, die Frisur. Habe ich gar kein Intro gemacht für YouTube. Also Leute, meine Freundin hat sich bereit erklärt, Dark Souls zu spielen, mal das erste Mal auszuprobieren. Und wir gucken dabei zu und kommentieren ganz leise, damit sie nichts hört.
Und warum geht's jetzt nicht weiter? Gesicht anpassen. Ach Gott. Ja, ich hatte tatsächlich auch das erste Mal, ich erinnere mich, dass ich mit dem Menü schon zu kämpfen hatte. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Das sieht fast aus wie ein Mann. Okay. Ken, grüß dich, hi. Schauen wir mal, wie viel sie jetzt da einstellt. Ja, jetzt würde ich gern. Du musst auf Annehmen. Ja, geht nicht. Doch, benutz mal das Steuerkreuz. Und jetzt geh nach links. Geht nicht? Geht nicht. Nach unten? Nach unten, nach unten? Was muss sie denn noch anpassen? Nee, das passt doch alles. Ich will da nichts mehr machen. Der Name fehlt. Ach. Okay. Ken, danke schön. Ja. Kannst du über die Tastatur ein. Jetzt kannst du eintippen. Jetzt, okay. Ja, schon hübsch. Oder? Geht's? Okay. Dann musst du nochmal auf okay oder nochmal. Jetzt. Jetzt. Hat der ein Ü? Ah, guck mal, jetzt kann man auch auf Annehmen klicken. Ja, okay. Mann. Da will sie hier Schimpfwörter eintippen. Okay. Ja. Jetzt. Gefällt dir, Miku? Dankeschön, freut mich. Wie gesagt, also ich versuche natürlich nicht über ihr Mikrofon bei euch anzukommen. Deswegen spreche ich ein bisschen leiser und sie sollen natürlich auch nicht hören, was wir so zu reden haben. Aber ich glaube, den Chat liest sie mit. Nee, nicht wirklich. Sie schüttelt den Kopf. But then there was fire. And with fire came disparity. He Lore, ja. Hey, ich hab's mir beim ersten Mal auch angeguckt. Ich dachte tatsächlich, man kriegt da was mit. Hoppla, Entschuldigung. Then from the dark they came. Ich mach mich mal. Hoppla, das ist natürlich schlecht. Das wollen wir haben. On the fly hier gerade am Einstellen. Es tut mir leid für die Leute jetzt gerade, auch auf YouTube. Aber ich habe mich mal weggemacht. Du hast was mitbekommen. Ja, ich hab's nicht so ganz verstanden. Mitbekommen schon.
Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed darkness. Sie guckt minimal gelangweilt. Nee, jetzt grinst sie. Na okay, scheint nicht gelangweilt zu sein. Schüttelt den Kopf. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end. Wir konnten bei ihr jetzt leider den und nicht den Offline-Modus anmachen. Das heißt, sie kriegt die volle Dark Souls-Ladung. Auch mit den Spielernachrichten. Und schon einen göttlichen Segen. Was verbraucht gerade, oder? Bitte? Meinst du das? Diese Texte, oder was war das? Also die Nachrichten auf dem Boden sind unrelevant, oder? Nee, nicht alle. Nicht alle? Ja, lies sie. Ha? Lies sie besser. Alle lese. Ach so, das ist Tutorial jetzt, oder wie? Genau. Ja, oh, B. Oberspiegel. Okay. Ja. Du sollst laut denken, bitte. Ich denk noch nicht.
Also ich finde es da nicht so schön. Seelfixierung. Ja. Ist der rechte Stick reindrücken, ja. Bin ich zu weit weg? Ah, jetzt. Aber weißt du, wenn ich dran denke, wie du da immer so erschrocken bist, habe ich jetzt schon Schiss. Ich pack mal mich wieder dazu. B gedrückt halten funktioniert auch auf Leitern. Dass du ich schneller. Ich habe jetzt nach oben gedrückt. Ja, aber wenn du schneller die Leiter rauf oder runter willst, so, funktioniert das auch auf Leitern. Okay. Gibt's da nicht so eine tolle Sicht wie bei Hogwarts? Ravioli. Ravioli, ja. okay. Und wenn ich stirb, dann komme ich einfach. Komm hier einfach wieder. Okay. Ja, Ken, man hat es überall gemacht. Nee, Mann, zack. Und den nächsten göttlichen Segen gefressen. Wo war ich hier denn aus? B, da. Ich habe ja noch gar keine Waffe. Den kann ich ja noch gar nicht. Mir raus. Ach, scheiße. Gut. Oh, Stress. Da wird GG well played im Chat gewünscht. Bitte? GG well played wird da im Chat gewünscht. Das wird gewünscht. Ja, good game. So. Gut gespielt. Puh. Wo denn? Ach, da. Ah, super. Wo ist denn da ein Schild? Ja, das, wo so leuchtet, das ist ja immer was Gutes, oder? Ups. Ah, jetzt. Ha. Ja, dieses Menü, das hat mich auch Nerven gekostet teilweise. Gott.
Aber ihr habt auch jetzt das Schild ausgewählt, oder? Noch hast du gar nichts ausgewählt, ne? Nee, Aufgabe. Mhm. Du warst schon richtig. Ja. Mhm. Nee, ich check's nicht. Rechte Hand. Okay, ich glaube, da können wir hier schon kurz helfen. Linke Hand. Wo ist denn das Schild jetzt? Naja, in deinem Inventar. Und das ist die Ausrüstung, die dir angezeigt wird. Nee, also genau, Ausrüstung. Und du willst ja ein Schild anlegen. Ja. Dort ist ein Schildsymbol. Genau, und da wählst du okay, du willst ein Schild auswählen. Ach, Mann. Jetzt hat. Und dann immer am Ende nochmal B drücken. Genau, jetzt ist das Menü geschlossen und dein Schwert hast du vorhin aus Versehen weggesteckt, weil du... Das war das. Ja, dein Schwert hast du aus Versehen weggesteckt, weil du vorhin... Ja, genau. Das ist allerdings halt auch so ein verbrochenes Schwert. Ja. Okay, und Schild... Jetzt, okay. Alles klar. Aha. Na dann. Halt, bleib da. Hau nicht ab. Wo war das denn jetzt? Kandidat 2 auswähle in dem Sinne. Hey, Honorable Reviews, danke für den Follow. Ah. Heiler, zack. Okay. Na, das sieht doch schon mal besser aus jetzt, oder? Sehr voll. Den machen wir jetzt platt. Muah! Okay. Ja, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich nach unten drücke, dann... Nee, da würdest Heilung, du, oder? Nee, da würdest du durchwechseln. Benutzen tust du den Gegenstand, der unten ist, auf X. Das hast du halt schon in Panik mehrfach jetzt gedrückt. Ja. Und was ist das? Durch Nebel schreiten. Will ich das? Dir bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Kann ich nicht zurück. Kannst zurück in deine Zelle gehen und das Spiel beenden. Nein, Unstoppable, das ist Dark Souls 1. Okay. Kann der springen? Ja, in Dark Souls 1 und 2 ist das mit dem Springen so eine Sache. Nein. Auch in Dark Souls 3 springen... Wie der Link halt früher. Genau. Du wirst es in manchen Momenten brauchen. Was ist denn das mit dem Blutfleck? Ach, das ist Hilfe, oder? Nee. Okay. Okay. Also ist nicht gut. Oh, jetzt hängt's. Ja, hängt ein bisschen, leider. Ich habe auch doppelten Sound, du auch? Bisschen, ja. Ah, ich habe eine Idee, woran es liegt, glaube ich. Jetzt habe ich es nicht ganz checkt. Egal.
Das müssen wir, das, ich weiß jetzt, woher das kleine Echo kommt. Ich habe es auch die ganze Zeit gehört. Das fixen wir ganz schnell. Ich habe auch Ton, wir haben auch Ton. Okay, du müsstest jetzt einmal B wieder aus dem Menü raus. Sorry, Leute. Da war einmal kurz Dinge gefixt. Ja, und dein Schild kriege ich nicht, oder was? Ich will ihn gleich beklauen. Ich glaube, wir haben immer noch ein leichtes Echo hier. Na, das muss ich mal gucken, dass ich das gefixt bekomme. Kommt da jetzt nochmal eine Kugel? Was ist jetzt das? Achso, der ist jetzt gestorben. Ah. Okay. Ich sehe auch gerade, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Was mache ich jetzt noch? Kommen wir jetzt wieder zu dem Dicke. Sollen wir ihr noch die Info mit dem Flakon geben? Eigentlich schon, ne? Sie hat halt den göttlichen Segen am Anfang gewählt. Was minimal ungeschickt war, meiner Meinung nach, aber gut, wenn sie die verbraucht hat, merkt sie es spätestens, ne? Jetzt echt? Wenn ich jetzt einen anderen Weg finde. Ja, richtig. Genau. Oh. Also, es gibt noch eine Steuerungssache oder ein Ding, was du dir noch anschauen solltest. Also jetzt verstehe ich die ganz schlecht. Weil es so laut ist. Ja, dann genau, legst du ihn zur Seite. Geh mal in dein Inventar nochmal rein, in die Ausrüstung bitte. Mhm. Und dann, also du ist schon ausgewählt, sehr gut, geh nochmal raus aus dem Ganzen. Und wenn du jetzt das Digipad runterdrückst, genau, dann verbrauchst du jetzt die Estus Flakons und nicht mehr den göttlichen Segen, von denen du eh nur noch einen hast, weil du sie halt irgendwann genommen hast. Okay. Ja, aber da brauche ich jetzt nicht zurück. Jetzt kannst du die Kopfhörer wieder drauf tun, du musst mich nicht hören. Was? Ich aber glaube gar nicht schlecht manchmal. Und dieser Estus-Flakon, der ist weniger Heilung oder wie oder was? Das ist ein Heiltrank. Heiltrank, ja. Und der füllt sich halt am Leuchtfeuer wieder auf. Ach so. Ja, jetzt, okay. Genau. Oh. Ja, ich weiß nicht. War das jetzt schon zu viel Hilfe, die ich da gegeben habe? Kann sein. Jetzt kann ich gucken, wie der gestorben ist, oder? Mhm. Ah. Das waren andere Spieler an der Stelle. Ach, das waren andere Spieler? Der irgendwann mal dort so gestorben ist, ja.
Oh Gott, jetzt wird's schon kompliziert. Das ist der linke Stick und gleichzeitig RB oder RT. Ja. Ja, probier's gerne mal aus, bevor du... Nee, gleichzeitig. Also ich weiß gleichzeitig? Nicht. Ja, das könnte richtig gewesen sein, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, das passt. Probier's mal mit RB aus. Weil das brauchst du halt für Gegner mit Schild. Aber probier mal mit RB. Den linken Stick gleichzeitig vorm und RB. Der linke Stick vor? Und RB gleichzeitig. Ne, das ist... Genau, Das war der Sprungangriff. Ah, okay. Ja, und das ist das andere. Jetzt das... Alles klar. Und nee, RB, mach mal mit RB noch. Ja. Nee. Ja, das jetzt nicht, aber... Nee. Ist es das? Ich weiß es nicht. Dann wird es das sein wahrscheinlich. Ja. Ich kenn's nur mit einem Tritt. Ja, das ist ja so zurück. Nee, ich kenn's mit einem Tritt nach vorne. Ja, das ist das. Nee, ein Tritt. Nee. Aber es kann sein, dass die Waffe das macht, dass du dann eine andere Bewegung jetzt hast. Aber genug gesagt. Passt. Während des Fallens Sturzangriff. LT unten und dann mit RB. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ah, das hast du gemeint, dass man da dann... Eigentlich gegen das Schild treten kann, aber... Ah, ja doch, passt, gell? Ha. Mhm. Und anvisieren nicht vergessen. Oh. Okay. X war's, gell? Saufe! Okay. Habe ich das schon gelesen? Ja. Was war's jetzt? RB. Scheiße. Ja, du hast noch rechtzeitig gedrückt. Guck mal, es hat funktioniert. Wo weiche ich hier nochmal aus? Auf B. Oh, jetzt hat er zweimal getrunken. Jetzt bin ich tot. Ach, scheiße. Aber knapp. Guter Versuch. Jetzt muss ich nochmal laufen. Oh, nee. Ein First Try wäre es gewesen, ja. Das wäre nice gewesen. Kommt da jetzt wieder die Kugel? Nee. Oh, jetzt war jetzt langsam. Heiland, zack.
Schild, okay. Die Steuerung mit dem rechten Stick hast du vergessen, glaube ich. Den rechten Stick reindrücken hast du vergessen mittlerweile. Ich verstehe nichts. Rechten Stick reindrücken. Ja? Hast du, glaube ich, vergessen, was das macht. Ja, was macht das? Anvisieren. Ah. Muss sie den Hinde jetzt auch nochmal killen? Nee. Ist egal. Eigentlich darf ich dazu nichts sagen. Ja, sammli da irgendwas. Ah, du darfst nichts sagen. Ja, ist egal. Oh, ja, shit. Da ist der kritische Treffer leider nicht geglückt. Uah. Okay. Ah! Wo ist jetzt mein Schild wieder hin? Jetzt. Okay. Meinst du, das Schild hilft viel gegen die große Keule? Bringt gar nicht viel, Keule? Das Schild, ha? Oh nein! Ah, wenn sie jetzt den kritischen am Anfang getroffen hätte, dann wäre das vielleicht was geworden. Und sowas machst du 10.000 Mal. Was heißt hier 10.000 Mal? Also bei manchen Sachen, ja, bin ich bestimmt häufig reingelaufen. Vor allem auch wieder hinlaufe, das ist doch... Okay. Ja, komm. Ich weiß, dass die Mehrheit tatsächlich, glaube ich, ohne Anvisieren spielt, aber mich macht das total fertig, dass sie es nicht benutzt. Weil es das doch ein bisschen einfacher macht, die ganze Sache. Finde ich. Aber klar, wenn man es von Anfang an nicht tut, dann muss man sich auch nicht abgewöhnen bei manchen Sachen, ne? Oh, jetzt hängt's wieder. Ja, seltsam. Oh. Boah. Ja, hört bestimmt gleich wieder auf. Er hat sich wieder gefangen. Okay. Ah, guck mal. Die Zeit vom Saufen ist halt auch kacke. Oh, jetzt haben wir wieder doppelten Sound. Aus irgendeinem Grund. Hast du auch einen doppelten Sound? Ja. Oh Mann. Wir kümmern uns gleich um das Soundproblem. Aber hey! GG! Well played! Nice! Was bist du?
Ja, die hast du leider beim ersten Mal nicht eingesammelt. Da waren ein paar. Und die sind nur einmal wieder da. Also wenn du stirbst, dann hast du noch eine Chance, das wieder einzusammeln. Und wenn du dann nochmal stirbst, bleibt nur dein neuer Loot dort liegen. Okay. Und der alte ist dann verloren. Das heißt, du hast ein paar liegen lassen. Sollte man wieder einsammeln. Sollte man schauen, dass man, gerade wenn es viele sind. Okay. Und hängt da jetzt gerade irgendwas? Ja, das ist die, leider, da werde ich mir fürs nächste Mal was überlegen, wie wir das machen. Ich habe schon eine Idee. Das wird von der Software kommen, die ich gerade verwendet habe, um den Sound für uns beide auszugeben. Mhm. Darum haben wir jetzt gerade einen doppelten Sound. Ich kümmere mich fürs nächste Mal, kümmere ich mich drum. Jetzt. Ach, das sieht aber schön aus, irgendwie. Pass auf. Das war wieder was runter. Ich leider durch. Pass auf, Gegenstand. Das tut mir jetzt leid, das ist natürlich super ätzend jetzt mit dem Sound. Ja, Miko, das liegt an der Software, die ich verwendet habe, dass sie Ton hört und ich. Sie spielt ja gerade auf einem anderen Computer. Sie spielt ja nicht hier auf dem Computer, auf dem ich streame. Das Ganze habe ich über Elgato abgegriffen. Dann brauche ich einmal den Ton und sie braucht einmal den Ton auf den Kopfhörern. Und das ist das erste Mal jetzt heute, dass ich das so eingerichtet habe. Das war jetzt ein Versuch. Ich werde fürs nächste Mal wahrscheinlich eine andere Software installieren. Pfeifen im linken Ohr, das habe ich jetzt nicht. Aber das kommt wahrscheinlich von was anderem. Sie guckt genauso wie ich das erste Mal, als ich dieses Menü gesehen habe. Absolut überfordert. Ich bin auch mit diesen ganzen Zahlen, die da zu sehen waren, war ich so, bitte was? Du hast nichts. Aber im Moment kann ja jetzt nichts. Naja, oben steht Stufe 3. Ja. Darunter stehen deine Seelen, die du hast, und die benötigten Seelen für ein Level-Up. Und wenn du jetzt den hoch machst, dann siehst du, wie viele Seelen du verbrauchst oben, wie viele noch nötig wären für den nächsten Level ab und rechts siehst du, was gelevelt wird. Wenn du diesen und TP sind Trefferpunkte, also dein Leben, Ausdauer, Belastung ist, was du tragen kannst und das darunter sind dann Schadensvarianten. Okay. Warte kurz, wir reden gleich und drüber. Und die Seelen kriege ich, wenn ich die kill. Das blaue, wo mir immer. Mhm. Genau, das, was dir zufliegt. Also es hat die auch alle Kille. Es kann helfen. Ja. Hm. Ist schon, ja, okay, ist eins schon kann drauf jetzt gekommen. Halt nur mal. Du könntest nochmal leveln. Was? Du hast jetzt einmal verbraucht. Wenn es nicht mehr geht, dann sagt er dir auch, geht nicht mehr.
Ach, jetzt, okay. Weil ich gerade dachte, habt ihr schon. Aber gut. Intelligenz jetzt nochmal? Ja, ich weiß ja, nicht, nee, ob, ja, das war okay. Jetzt noch. Stärke ich auch mal gut. Okay. Okay. Vitalität, ja, und Stärke jetzt gelevelt. Jetzt reicht's nicht. Ja, okay. Ich würde sagen, hast du noch Lust? Ich würde sowieso sagen, ja, schon ein bisschen Lust noch, okay. So, weil jetzt auch Tonprobleme entstanden, ja, sind. Vielleicht switch mal. Probieren wir es nochmal aus und dann. Machen wir doch an der Stelle einfach, ja, ein Outro, dass wir dann auch. Da sitzt nackt daneben mir im Feuer. Da saß nackt daneben dir, ich hab's gar nicht gesehen. Oh. Ja, das ist halt der Online-Modus, ne? Ah, okay. Da wir jetzt auch Soundprobleme bekommen haben, werde ich die für das nächste Mal auf jeden Fall fixen. Das ist jetzt relativ spontan passiert. Ich hatte eigentlich Zeit, mich vorzubereiten, hab's aber verpeilt und hab dann auf die Schnelle, ich hab selber gezockt und aufgenommen, ja, Elden Ring, und hab auf die Schnelle hier alles zusammengeschustert, dass wir das hier kurz machen können heute Abend. Entschuldigt bitte die Schwierigkeiten, die jetzt da teilweise waren, die technischen. Ich werde es fürs nächste Mal fixen und bis dahin, Twitch bleibt noch dran, es geht noch weiter, aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.